Sehr verehrte Frau Landtagspräsidentin, sehr geehrte Kollegen, liebe Zuschauer und Vertreter der Presse. Ziel der Politik ist es, nein, muss es sein, dass es den Menschen besser geht. Das ist das Primat der Politik, das ist Aufgabe der Landesregierung. Laut Selbstdarstellung hat die Ampel 32% ihres Koalitionsvertrages abgearbeitet. Ich möchte mir nicht ausmalen, wie es in Deutschland aussieht, wenn sie 100% abgearbeitet hat. Unser Amnesiekanzler Scholz verkündet, er sei damit sehr erfolgreich. Und es wird halt nur falsch in den Medien dargestellt. Was für ein Witz. Die Ampel, Opfer der Woken-Medien. Etwas für extra drei. Und hier in Niedersachsen? Mit der Niedersachsen-Geschwindigkeit? Natürlich läuft es hier noch viel besser. So verkündet es die Staatskanzlei. Okay, es fehlen zum Schulstart rund 1000 Lehrer, Frau Kultusministerin, Frau Hamburg. Sie konnten noch nicht das Versagen Ihres Vorgängers, Herr Tonne, aufarbeiten. Dafür gibt es geschlechtsneutrale Toiletten und Gendersprache an den Schulen, obwohl sich viele Verbände offen dagegen aussprechen. Das Diktum der Grünen, wir wissen es besser als die Eltern. Deshalb haben wir auch die bewährte Förderschule Lernen abgeschafft und auch gleich auf jede Anhörung im Ausschuss verzichtet. Zu viel Demokratie schadet halt nur bei Grünen. Kindeswohl, nichts für Grüne. Kennt man ja. Nur zu gut, dass Frau Hamburg auch im Aufsichtsrat von VW sitzt, wo der Dachstuhl brennt. Eine wirkliche grüne Erfolgsbilanz zeichnet sich ab im Himmel. Die VW-Arbeiter werden sich freuen. Kurzarbeit voraus. Herr Pastewski-Grewes, lassen Sie eine Zwischenfrage zu. Am Ende ja. Am Ende, bitte. Schließung in Zwickau droht, das konnten Sie heute lesen. Unser Finanzminister, Herr Heere, musste die letzte Woche und auch heute öffentlich zugeben, dass bei steigenden Zinsen die Zinsbelastung im Haushalt steigt und damit der Spielraum zur Verteilung weniger wird. Wer hätte das auch nur gedacht? Unsere Initiativen im Nachtragshaushalt für 2023 zum Schuldenabbau wurden abgelehnt. Macht nichts, grüne Ideologieprojekte, wir haben es gerade gehört, werden weiter gefördert. Sind ja wichtiger, als an zukünftige Generationen zu denken. Nachhaltigkeit steht bei den Grünen nur auf den Wahlplakaten. Herr Gesundheitsminister Filippi beklagt einen massiven Abbau von sozialen Leistungen durch die Ampel. So viel sparen ginge nicht. Herr Filippi, es sind Ihre SPD-Parteikollegen Heil und Lauterbach, die das tun. Warum? Ja, warum? Ja, Geld wird für etwas anderes ausgegeben. 1 Milliarde hier in Niedersachsen in den beiden letzten Nachtragshaushalten für unsere Neubürger, sprich unsere baldigen Bürgergeldbezieher. 35.000 sollen dieses Jahr nach Niedersachsen kommen. So viel fast wie in meiner Heimatstadt Gifhorn wohnen. Dafür brauchen wir Wohnraum. Wohnraum kann man schaffen, indem man konsequent abschiebt. Die Mehrheit der Deutschen findet, Arbeit lohnt sich nicht mehr. Richtig ist es vielmehr, es lohnt sich als Arbeiter nicht mehr SPD zu wählen. Nur noch die AfD vertritt die Interessen der arbeitenden Bevölkerung. 20% Mitgliederzuwachs innerhalb eines Jahres sind dafür ein klares Zeugnis. Nur mit einer starken AfD gibt es einen sofortigen Stopp der Armutsmigration. Und nur die AfD hält, was die CDU jetzt vor Wahlen vollmundig verspricht. Sie, Frau Behrens, als Innenminister haben sich bis heute nicht für Ihre desaströse Corona-Politik entschuldigt in Ihrer Zeit als Gesundheitsministerin. Der Landesrechnungshof hat Ihre teure und unsinnige Impfkampagne gerügt. Millionenfacher Betrug an Testzentren gab es als Sahnestück obendrauf. Wer das offen moniert, wie die AfD, wird von Ihnen als gefährlich verunglimpft. Sach- und Faktenaufklärung stören Sie da nur. Steigende Messerdelikte bei uns hier in Niedersachsen stören Sie nicht. Seien Sie versichert, Frau Behrens. Wir, die AfD, sorgen dafür, dass nichts vergessen wird. Auch immer mehr Mitarbeiter in den Behörden wenden sich verzweifelt an uns. Wir sind die Phalanx gegen das behördliche Vertuschen und Unrecht. Die AfD lässt die Menschen nicht im Stich. Über allen schwebt natürlich die Klimakrise, sagt Herr Umweltminister Mayer. Wie konnten Sie, Herr Mayer, und ich eigentlich die Eiszeit, das Ozonloch und das Baumsterben überleben,
was der Spiegel bereits vor 30 Jahren angekündigt hat. Aber Sie, Herr Mayer, die Grünen sind halt ehrlich, handeln jetzt. Unsere Wälder um Lüneburg und Uelzen fallen jetzt den grünen Kettensägen zum Opfern, damit Windkrafträder, die tausende Tiere töten, gebaut werden. Damit dieser Ökostrom, halt falsch, Zufallsstrom weht, weht er oder weht er nicht, ans Netz gehen kann, brauchen wir 50 neue Gaskraftwerke. Herr Lies erklärt uns, die Gaslage im Winter ist unsicher. Recht hat er. Aber keine Sorge, liebe Niedersachsen. Wir haben Landesvater Weil, der ja unlängst nach Brüssel gefahren ist. Hat er sich dort vom Wahrzeichen Atomium inspirieren lassen? Wird das Atomkraftwerk Lingen wieder reaktiviert? Nein. Hat sich Herr Weil für den Verbrennungsmotor eingesetzt, um unsere Zulieferindustrie in Niedersachsen zu erhalten? Nein. Hat er sich für einen Abbau der Euro-Bürokratie, die unsere Landwirte hemmt, eingesetzt? Nein. Das Einzige, was er erreicht hat, ist, dass der Wolfsbestand evaluiert werden soll. Zählen. Wir alle wissen, dass es mehr Wölfe hier gibt als in Schweden. Die Weidetierhalter brauchen jetzt eine klare Regelung. Bitte spielen Sie nicht weiter auf Zeit. Aber, liebe Abgeordnete und Zuhörer, seien wir zufrieden. Wir beschäftigen uns 2024 mit dem Haushalt nicht mit Zirkustieren und Bibern. Die Ampel in Berlin hat letzte Woche den Heizungshammer beschlossen. Die SPD veröffentlicht dazu Links auf ihren Twitter-Account. Eine Satiresendung könnte es nicht besser gestalten. Wertminderung, Enteignung und Verarmung der Bevölkerung. Dafür steht Rot-Grün auch hier in Hannover. Das ist die Realität. 80% der Bevölkerung lehnen das Heizungsgesetz ab. Sie, Herr Ministerpräsident Weil, haben die einmalige Chance, mit einem einzigen Wort, 11 Monate bleiernde Lethargie vergessen zu lassen und 8 Millionen Niedersachsen und ganz Deutschland zu erlösen. Ich fordere Sie auf, stimmen Sie im Bundesrat mit Nein zum Heizungsgesetz. Ein einziges Mal Haltung zeigen, ein einziges Mal Politik für die Menschen hier vor Ort in Niedersachsen und Deutschland machen. So schwierig kann das nicht sein. Mein Versprechen an die Niedersachsen: Mit der AfD in Verantwortung wird das Heizungsenteignungsgesetz sofort abgewickelt. Auf die AfD als soziales Gewissen ist Verlass hier in Niedersachsen und in Deutschland. Vielen Dank. Frau Camus, Sie hatten sich zu einer Zwischenfrage gemeldet. Möchten Sie die jetzt noch stellen? Gut, Sie haben das Wort. Ja, vor dem Hintergrund, dass wir gerade den Haushalt, die Einbringung beraten, frage ich mich, welcher Satz, den sie in diesen vielen Minuten jetzt gesagt hat, den Haushalt betreffen würde, wozu wir ja eigentlich gerade tagen. Dankeschön. Liebe Kollegin, ganz vielen Dank für Ihre Anfrage an mich. Welcher Satz? Sie wissen es nicht. Sie wissen es wirklich nicht. Das größte Problem ist hier von diesen Parteien, diesen Einheitsparteien, nicht erwähnt worden. Die Migrationskrise, ich habe es Ihnen gesagt, 35.000 Asylanträge erwartet das Land Niedersachsen, die Menschen, die wir hier unterbringen müssen. Das kostet Geld. Das kostet ganz verdammt viel Geld. Sie sagen dazu aber nichts. Sie sagen nichts dazu. Und ich habe gesagt, sparen. Ja, Herr Heere, Sie haben dadurch, dass Sie was vorher getilgt haben, 110 Millionen Euro mehr. Warum sparen wir nicht weiter? Nachhaltigkeit ist, nachhaltig zu wirtschaften. Und das bedeutet eben, keine Schulden zu machen und Schulden abzubauen. Wir, die AfD, stehen für einen Generationenvertrag zur Verfügung. Wir denken in Generationen und eben nicht nur in einem Haushaltsjahr 2024. Vielen Dank.